Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir machen mal weiter mit Piper und schauen uns hier noch ein wenig um, denn ich habe noch lange nicht alles untersucht. Da war ich auch schon drin, Bewegung oder? Bewegung entdeckt. Seltsam. Oha. Piper, ganz ruhig bleiben. Weh! Da kommt einfach mal ein Synth runtergesprungen. Hey! Piper, hilf mir! So. Was? Immer in einem Stück. Das sind Rüstung, gar nicht. Ja. Ach du Elend, mein Arm ist kaputt. Ich nehme mal die Explosivflinte. Oh ja, immer mal wieder speichern hier. Oh je. Ich glaube nicht, dass die alle erledigt sind. Ich dachte es mir schon, in Werkzeugkisten ist irgendwie immer was, was ich brauche. Ja. Superkleber und Zahnpasta. Antiseptikum ist auch mal schön. Ne? Ah, oh, eine Cola. Ich glaube, ich trinke mal eine. Haben wir irgendwo hier... Ja gut, ich brauche eine Powerrüstung. Powerrüstungsbank. Was haben wir denn da? Okay. Eine lecker verstrahlte Nuka-Cola trinken. Mmh. Ach so, bedeutet Terminal. Sind hier überall Synths, ja? Freue ich mich ja schon drauf. Ach, verdammt. Synths habe ich ja am liebsten, ne? Die halten sehr viel aus, die Viecher. Aha. Way. Das sieht nicht gut aus. Hey, da draußen ist was. Mhm. Oh, jetzt Och, Piper. Bleib normal, bleib stehen. Ganz hey. Böser Fehler. Mistvieh. Oh oh. Nicht so schnell durch, Piper, hier. Jawoll. Na? Ich schieße einfach mal alles kaputt. Ich habe so viele Meierlock-Eier einstecken. Hässliche Viecher. Ugh. Das sind alles vergammelte Fische. Lecker. Geil. Auch noch ein vergammelter Fisch. Was machen die hier? Sind die jetzt alle? Ach, das war durch die Explosion, okay. Sollte ich vielleicht eine andere Waffe für nehmen, wenn ich das mache? Die Eierschen. Ich kann den Aufzug schließen, aber was habe ich davon? Gar nichts. Komm ich nicht mal weg hier. Es ist sehr gefährlich, habe ich gerade festgestellt hier. Überall Meierlurks. Na gut, jetzt zumindest eine. Dann noch ein Synth. Ah ja. Ja. Ja, perfekt. Cool. Wow, ich bin wieder am Anfang, ne? Na super. Hey, da ist noch mehr.
Sehr schön. Aber ein Einsteiger-Safe, naja. Die knacke ich dir ja im Schlaf mittlerweile. Raketen. Sehr gut. Ich werde jetzt mal anfangen, Minen einzusetzen hier. Das kann ja nicht sein, dass ich immer nur mit denselben Sachen rumrenne. Ich habe so viele Minen noch. Also nicht dabei, aber... Ne? Ist klar. Das ist ein Brettspiel. Oha. Oha. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Tanzen. Oh, ist er noch? Ne, das ist Piper. Papa. Die Piper. Greife feindliche Lebensform an. Oha. Sie müssen terminiert werden. Kampf initiiert. Aber, fast nicht. Ich weiß nicht, ob das so die gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Oh. Oha. Alle Feinde eliminieren. Oh nein. Oh nein! Hilfe! Komm hier nicht weg! Piper! Du blockierst mich gerade. Oh Gott. Oh Gott. Einen habe ich schon mal. Aber du Kacke, ich bin fast tot. Die kleinen... Viecher. Au. Ach du Scheiße, was zieht die denn ab? Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen hochheilen, sonst geht das gar nicht gut aus hier. Ja. Die ist halt schon legendär mutiert, ne? Du Elend, ich zieh jetzt gar nichts ab. Oh doch, vielleicht. Ein paar kritische Treffer landen. Au. Die hat die ganze Zeit den Kopf unten. Das ist Mist. Ja. Papa, wir haben's. Wie sieht die denn aus? Das gehört jetzt uns. Charisma und Intelligenz. Na super. Ja, haben wir super gemacht. Die wollte sich noch im Rettungsring retten. Das kleine Vieh. Hat die jetzt alle Sins zerlegt, diese Todes... Meierlurk, Viecher, Dings... Kerle. Ach, guck mal, da war ich da auch drin. Das war doch das Terminal. Ja klar, guck mal da. Da war ich. Naja. Kann sein, ich jetzt ein bisschen aufs Speichere, aber es ist mir lieber, als drauf zu gehen. Und alles nochmal machen zu müssen. Ah. Was sind die ganzen Sins? Ist die echt zerledigt? Ein Mr. Handy, ein Staubwedel und in, sagen wir, 100 Jahren ist dieser Ort hier wieder blitzblank sauber. Ja, ich sagte zerledigt. Das meine ich auch so. Alles uninteressant. Ups. Ah. Das wär's. Alles klaro.
Nee, das muss die irgendwo geschrottet haben, die Synths. Hundefutter. Das ist immer total verstrahlt, dieses Hundefutter. Und ich nehme es trotzdem mit. Hey. Oh, ich dachte es mir schon. Psst. Was gibt's denn zu tun? Greif ruhig zu. Warum hast du die Knatter abhängig ausgerüstet? Hast du keine Muni mehr? Ich glaube, sie hat keine Munition mehr. Da kannst du alles haben. Das kriegst du. Das kriegst du. Sollen wir dann noch ein bisschen Schrott vielleicht? Gut. Hat die alle rund gemacht. Alle. Die sehen aber auch widerlich aus, ne? Ölkanne. Okay. Das ist echt voll unheimlich hier, finde ich. Aber ich schätze mal, das war's dann auch. Ah, die Kiste. Alles klaro. Oh, eine Mini-Atombombe. Ich wurde gefragt, ob ich den nicht auch mal nutzen kann. Was für eine Notiz? Verdammt. Irgendeine Notiz habe ich da. Ich guck da nie drauf. Ich heb's einfach auf. Jacks Notiz. Oh Gott, das ist die Tut ist da. Ich kann hören, wie sie draußen kämpfen. Papa, ich habe rausgefunden, wo die Daten sind, aber ich glaube, es ist zu spät. Was ist das? Ne, das war Jacks Notiz, glaube ich. Ja, Jacks Reisetasche, so heißt es auch. Terminal des Professors. Was für Daten. Universitätsmailtransfer. Ich glaube, den haben wir schon gelesen. Laborzeiten. Ich habe ewig gebraucht, um dahinter zu kommen, was du mit Leslies Geburtstag gemeint hast. Es war eine gute Idee, aber wir sind noch lange nicht so lange zusammen. Ne, wir sind noch nicht so lange zusammen. Ich musste das Datum in den Studentenakten des Büros nachschauen. Sag ihr das nicht. Naja, egal. Als ich dort war, habe ich gehört, dass Dekan Patterson dieses Wochenende ein Dinner für Ehemalige veranstaltet. Er sollte dir also nicht in die Quere kommen. Wir sehen uns am Samstag. Curtis Matthews. Leslie Matthews. Jetzt habe ich sie, die Schlange. Meinen Sie etwa, ich hätte nicht mitbekommen, wie oft Sie in der Student Credit Union sind? Es ist bestimmt nur ein Zufall, dass Ihre graduierten Studentin Miss Matthews Dienst hat, wenn Sie etwas aus Ihrem Tresor holen. Glauben Sie etwa, es kommt mir nicht zu Ohren, wenn Sie zusammen mit ihr stundenlang im Tresor verschwinden? Wenn Sie mir nicht sagen, was da gebaut wurde und worum es bei Ihren Forschungen geht, informiere ich die Polizei und die Presse. A. Patterson, Dekan. Mehr Zeit für das Projekt. Professor Campbell, ich verstehe ja die Notwendigkeit der Geheimhaltung, aber meinen Sie nicht, dass wir schneller vorankämen, wenn Sie Leslie und mir Zugang zur Forschung geben würden, ohne dass Sie immer anwesend sind? Der Unfall ist schon vor Wochen... ist schon Wochen her und Sie haben doch selbst gesagt, dass er durch eine defekte Sicherung ausgelöst wurde. Leslie meinte, dass der Dekan Sie gestern verfolgt habe. Es wird schwer sein zu arbeiten, wenn er sich ständig an Ihre Fersen heftet. Colonel Rosemond meinte es sicher ernst, als er gesagt hat, dass er die Forschungsergebnisse so schnell wie möglich benötigt. Curtis Marsh. Verdammt, Stuart, aus der Sache kommen Sie nicht so einfach raus. Dieser Colonel Rosemond, von dem ich mir laut Ihnen unbedingt eine Freigabegenehmigung holen sollte, ist nahezu unausstehlich wie Sie. Ja. Als ich bei ihm war, meinte er nur, Ihre Forschung wäre geheim und ließ mich dann vom Stützpunkt werfen. Sie halten sich bestimmt für verdammt clever, aber ich weiß, dass das nur einer Ihrer Kumpels aus der Armee ist, der Ihnen hier aushilft. Glauben Sie nur nicht, dass ich damit nicht zu unseren Anwälten gehe. A. Patterson, Dekan. Nicht genehmigte Baumaßnahme. Mr. Campbell, zunächst einmal, Sie reden mich bitte nicht mit meinem Vornamen an. Ich bin der Dekan, das sollten Sie sich merken. Und was hat es mit diesen Geschichten auf sich, dass Sie während meines Urlaubs zusammen mit Offizieren der Armee nicht autorisierte
Baumaßnahmen unter dem Verwaltungsgebäude durchgeführt haben. Das ist absolut inakzeptabel. Sie erklären mir gefälligst sofort, was das zu bedeuten hat und woran sie forschen. Ey, Patterson. Mr. Campbell, mir ist so angekommen, dass die Army Sie wegen Ihrer Forschung kontaktiert hat. Ich leite diese Universität und muss alle Forschungsprogramme genehmigen. Daher habe ich ein Recht darauf zu erfahren, woran Sie arbeiten. Ich weiß, dass Ihre Kollegen Sie sehr schätzen und dass Ihr Vertrag eine Festanstellung vorsieht. Aber Sie sollten nicht versuchen, sich in dieser Sache gegen mich zu stellen. Ich gehe heute Nachmittag in den Urlaub, aber wenn ich in 2 Wochen zurück bin, erwarte ich ausführlich, über Ihre Forschung informiert zu werden. Ah ja, das gab wohl ein paar Unstimmigkeiten. Ah, komm, ich muss mit. Ich muss irgendwie in den Keller gelangen. Hä? Geht's da auch raus? Da geht's auch wieder ins Commonwealth. Ich muss irgendwie in den Keller und dort rausfinden, woran die geforscht haben. Nur die Frage ist, wo komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Vielleicht doch aus dem oberen Ausgang raus? Hallo Piper, machst wieder Scheiße, ne? Die Karte ist leider nicht sehr verlässlich. Oh, guck mal, das sieht man nämlich gar nichts hier. Erledige alle Feinde. Erledige alle Feinde. Wow. Danke für die umfangreiche Missionsbeschreibung. Ich gehe mal kurz oben raus. Vielleicht komme ich da woanders hin. Glaube ich aber nicht. Ah ja. Wow. Piper, springe ich einfach irgendwo runter. Das macht mir Angst. Das ist laut. Nein. So. Wie schön. Ich werde auch bald wieder mal ein paar richtige Missionen machen, weil das hier ist halt immer nur so rumgeplänkelt. Habt ihr schon recht. Das ist wahrscheinlich auf Dauer nicht so ganz interessant. Ich mache dann wohl nächstes Mal die Mission mit den Cabots. Mal gucken. Die Treppe hatte ich ganz übersehen hier. Oder? Hat jemand rumgeschraubt, hä? Wollt jemand Computer reparieren hier? Hey, das war's vor schon. Mehr kritischen Schaden. War das hier eine Frau? Und warum hat die Speiseöle die Kommode? Oha. Wo ist es? Das technische Dokument war im Stuhlbein drin. Mhm. Verdammt, wo haben die Forschungen hier stattgefunden? Wenn der Aufzug funktionieren würde. Aber ich glaube, ich kann auch sowieso nicht mehr weiter runterfahren. Ich will nicht wieder raus. Ich gehe erst mal nach oben. Guck mal, was hier hingeht. Auf Befehl des Instituts also, müssen Sie vernichten. Oh. Keiner Gesicht. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Wie die immer rumtänzeln. Kann ich etwas für dich tragen? Nö, ist schon okay. Ich finde das schlimm, wie die immer da rumtänzeln, diese Blöden. Ach so, das war's jetzt schon, ja? Das war's. Das war einfach nur ein kleiner Synth, der auf dem Balkon stand. Wollte vielleicht ein bisschen frische Luft genießen, aber das habe ich ihm nicht vergönnt. Oh, meine Munition. Ich sehe schon meine Munitionsanzeige. Das ist doof. Also, dass sie weniger wird.
Das ist immer so ein Anzeichen dafür, dass ich zu wenig Munition habe. Na, ja, das war Jacks Reisetasche und hier ging es ja auch noch raus. Gucken wir da mal. Muss ja alles sauber machen hier. Wie findet man hier drin überhaupt etwas? Weiß ich nicht. Außerdem sind wir draußen, Piper. Oh, das sind glaube ich die letzten. Hoppala, letzten zwei Gegner oder was? Wo sind denn die letzten Gegner hier? Legen sie alle Feinde. Die sind hier draußen. Okay. Bam. Holen wir uns die halt. Hallo? Kontakt festgestellt? Möglicherweise. Bam. Gewarnt. Ich kann nicht zulassen, dass diese Angriffe fortgesetzt werden. Sie beschädigen wertvolles Eigentum des... Ja, ja. Durch was? Schön, dass ihr am Kopf so empfindlich seid. Jetzt wird's wieder doof, weil jetzt wird's so richtig gefährlich mit dem Vieh. Ribeye Steak. Kommt raus, kommt raus. Auf nimmer Wiedersehen. Ja, es geht doch. Auf dem Kopf ist er sehr, sehr anfällig. Okay. Erstattet Desdemona Bericht. Ich wollte auch unter dem Verwaltungsgebäude noch. Ich will unbedingt noch wissen, was für eine Forschung das ist. Erfährt man das hier? Nein. Ich kann wahrscheinlich auch noch unter Wasser laufen, atmen, meine ich. Guck mal, ich laufe echt unter Wasser. Na klar, die ist auch ein bisschen zu schwer, um zu schwimmen, die Rüstung, ne? Ist voll gut. Ah. Ich glaube nicht, dass ich hier noch was finden werde. Oh oh. So, schön einsammeln die Eier, sonst kommen die nämlich. Für dich. Boah, ich treff sie nicht. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt, Piper. Hm. Unter dem Verwaltungsgebäude. Wow. Unter dem Verwaltungsgebäude soll was sein, aber ich find's halt nicht. Warte mal, ich hab doch noch was gehabt von Jack. Ne, Jacobs Passwort. Keine Ahnung, ich hab wohl irgendwas übersehen, aber ich weiß nicht was. Nein, nein. Was hab ich da beinahe gesagt? Das Verwaltungsgebäude. Was zur Hölle? The Fuh, ey. Ja, vielleicht ist das da auch passiert. Wer weiß. Das wäre ein Wohltätigungsgebäude. Ich habe echt keinen Plan. Es gibt hier noch einige andere Gebäude. Was ist denn los? Ich kann gerade nicht reden, weil ich nachdenken muss. Nee, dann. Lass uns mal gut sein. Leute, ich habe auch gerade keine Ahnung.
Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo das Gebäude ist. Ich hab keinen blassen Schimmer. Vielleicht war es in dem... Also, diese Forschungsanlage. War es vielleicht in der Sedgwick Hall oder ist es woanders? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder gibt's Lickers? Gehen wir noch ein bisschen Schnaps kaufen. Leute, wir sehen uns wieder zu Fallout 4. Bis dann.